Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga. Es ist mal wieder Zeit für ein Mitdiskutiervideo. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, Meinungsfreiheit. Das kam ja bei euch ganz gut an und hat mir das auch bestätigt, was ich denke. Und jetzt wurde es offiziell bestätigt. Es gibt jetzt eine Allenbach-Studie, in der 78% der Deutschen sagen, ja, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. Und nur 18% sagen, ja, wir haben die noch. Es wäre jetzt interessant, wenn wer diese 18% sind. Wären die zum Beispiel jetzt dem links-grünen Spektrum zuzuschreiben, ja, die dürfen alles sagen, das ist ja in Ordnung. Es gibt dazu auch viele Beispiele, die da nur Thomas de Maizière konnte sein Buch nicht vorstellen, der hat mit der AfD mit gar nichts zu tun, weil linke Aktivisten ihn davor abgehalten haben. Es gab sogar jetzt eine Sondersitzung im Bundestag zu diesem Thema, weil es momentan hochkocht. Und wenn mir jemand sagt, dass er schützt die Demokratie als linker Aktivist, weil er verhindert, dass ein Professor seine Rede halten kann in der Universität, dann ist das genau antidemokratisch. Er tut genau das Gegenteil. Wenn euch das Thema interessiert, vor allem die Studie, die hochinteressant ist, dann bleibt dran und diskutiert einfach mit. Machen wir mal ein paar Beispiele. Dieter Nuhr ist ein Satiriker. Und der hat es gewagt, Witzchen über Greta Thunberg zu machen. Wie hat er so schön gesagt? Ja, ich weiß, würde interessieren, was Greta Thunberg im Winter macht, weil heizen kann es ja nicht sein. Weil sie verlangt ja von uns CO2 einzusparen, dann kann man auch von ihr verlangen, dass sie das dementsprechend auch umsetzt. Und wie gesagt, das ist Satire. Der hat einen riesen Shitstorm geerntet und wurde dann als alter, weißer Mann bezeichnet. Ich wusste bislang nicht einmal, dass alter, weißer Mann eine Beleidigung ist, ehrlich gesagt. Aber selbst ich habe ja mal über Greta Thunberg einen kleinen Spaß gemacht, indem ich sie kurz hier im Studio hatte. Dann geh doch zu Netto! Und daraufhin habe ich auch ganz böse Kommentare gekriegt. Leid, wenn man nicht mehr erkennt, dass das ein Scherz ist, dann sollte man mal seine Ideologie überprüfen. Weil das ist Spaß eigentlich. Naja. Bernd Lücke, Professor, hat sich aus der Politik zurückgezogen. Natürlich, der hat mal die AfD gegründet. Der kann keine Lesungen mehr halten, weil die Antifa das verbietet. Der muss jetzt zum zweiten Mal mit Polizeischutz geschützt werden, aus der Vorlesung raus begleitet werden, weil er sonst wahrscheinlich Schläge eingesteckt hat. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Thomas de Maizière, früherer Innenminister, mit der AfD null zu tun, wollte am Montagabend sein Buch auf der Göttinger Literaturherbst, sein Buch Regieren vorstellen. Es musste abgesagt werden aus Sicherheitsgründen, weil linke Aktivisten das massivst gestört haben. Das muss man sich mal vorstellen. Thomas de Maizière. FDP wird teilweise mittlerweile als Nazi bezeichnet, die FDP. Bernd Höcke wird von der CDU im Wahlkampf als Nazi bezeichnet. Gut, der ist natürlich massiv rechts, brauchen wir nicht drin. Aber irgendwo hört der Wahlkampf auch mal auf bei mir. Man kann jetzt von der AfD halten, was man will. Ich bin jetzt auch kein AfD-Wähler, aber das ist, irgendwo geht es da mal zu weit. Es gab sogar eine Sondersitzung zu dem Thema im Bundestag diese Woche, weil es einfach mittlerweile zu weit geht. Und wenn mir halt so ein linker Aktivist sagt, er schützt damit die Demokratie, nein. Genau das Gegenteil ist der Fall. In der Demokratie darf jeder seine Meinung äußern. Das ist Demokratie. Alles andere ist ganz was anderes. Ist antidemokratisch, was die machen. Weil der darf nur seine Meinung äußern, solange es die Herren, den Linksaktivisten oder den grünen Aktivisten, wie auch immer, gefällt. Bei Thomas de Maizière war im Übrigen sogar die Friday for Future Bewegung mit dabei. Und das hat ihn massiv getroffen. Der nimmt sogar jetzt die AfD in Schutz. Ich glaube, das gab es auch noch nie. Fangen wir mal mit den Folien an. Also das, jetzt kommen wir zur Allenbach-Studie.
Und ihr seht hier nun mal ganz klar, würden Sie sagen, dass man in der Öffentlichkeit zu allem frei seine Meinung äußern kann? Oder muss man da bei einigen oder bei vielen Themen vorsichtig sein? Und zwar einmal in der Öffentlichkeit und einmal im Bekanntenkreis. Und in der Öffentlichkeit seht ihr, dass ein 78%, 4 von 5 sagen, nein, ich kann meine Meinung, die ich habe, nicht mehr frei äußern. Nicht zu allen Themen. Im Bekanntenkreis schaut es etwas anders aus. Also das muss man sich mal überlegen. Wir haben damit faktisch keine Meinungsfreiheit mehr. Was anders sagt die Studie nicht aus. Nächste Folie. Neulich sagte jemand, heutzutage muss man sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich äußert. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinung akzeptabel ist und zulässig und welche eher tabu. Sehen Sie das auch so? Und auch hier sagen 63%, ja, das sehen wir so. Und nur 23% sagen, nee, das sehen wir nicht so. Also wie gesagt, vermutlich, es wäre hochinteressant, wenn mal die politische Gesinnung von diesen 23% zu sehen. Wenn ich natürlich hier im linksgrünen Spektrum bin, klar, kann ich meine Meinung frei äußern, ist ja akzeptiert. Folie 3. Am wenigsten Freiheit im Netz. Wie ist es im Internet? Kann man da noch allzu frei seine Meinung äußern oder muss man da auch schon vorsichtig sein? Und auch hier sagen viele, also 36% bei vielen Themen sehr vorsichtig und 27% bei einigen Themen. Also 64% sagen, ja, auch hier kann ich mich nicht mehr frei äußern. Also bestätigt wieder das. Und Patriotismus wird zum Tabuthema. Mittlerweile, 1996, haben die 16% gesagt und jetzt sagen das 41%. Ich darf nicht mehr sagen, dass ich Patriot bin. So weit haben wir mittlerweile in Deutschland. Gehen wir zur nächsten Folie. Was den Bürgern zu weit geht. 66% der Deutschen sagen, man darf jetzt nicht mehr von Ausländern sprechen, von Migranten schon gleich gar nicht mehr, sondern von Menschen mit Migrationshintergrund. Was soll das? Wenn ich nach Österreich gehe, bin ich Ausländer. Wenn der Österreicher zu uns kommt, ist er Ausländer. Ist doch ganz normal. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft dann nicht mehr von Frauen sprechen dürfen, sondern von Menschen mit Menstruationshintergrund oder wie. Also es ist eigentlich nur noch, ja, lächerlich. Das nächste ist, 62% sagen, dass es sogenannte Unisex-Toiletten gibt. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Das dritte Geschlecht sagen 55%, dass es eigentlich, ja, nicht sein muss. Also alle, die ich kenne, die jetzt zum Beispiel Männer haben und die dann in Frauenkleider rumlaufen oder sich umoperieren lassen, die wollen eine Frau sein. Oder Frauen, die sich zu Männern operieren, die wollen ein Mann sein, die will keiner ein S sein. Wäre mir neu. 42%, dass man keine Witze über Ausländer machen darf, zum Beispiel. Das 54%, dass man stets Männlein und Weiblein erwähnen muss. Heute kann man nicht mehr sagen Kunden, sondern Kunden und Kundinnen. Der nächste Punkt. Punkt 6, eine meiner Lieblingsfolien. Nachträgliche Zensur. Es wurde darüber diskutiert, ob man aus Kinderbuchklassikern wie Pippi Langstrumpf, wir reden von Pippi Langstrumpf, Wörter wie Neger oder Negerkönig rausstreichen muss und sie durch andere Wörter ersetzen soll. Und hier ist es hochinteressant, 2013 haben nur 19% gesagt, ja, das muss sein unbedingt. Jetzt sind es nur noch 14% und 75% sagen, ist ein völliger Schwachsinn. Wir lesen das Ding seit, ich weiß nicht, wie lange gibt es die, 40, 50 Jahre. Keiner hat sich daran gestört und jetzt plötzlich ist es schlecht. Auf dieser Liste haben wir einiges aufgeschrieben, worüber man sich unterhalten kann. Welches davon sind nach Ihrer Ansicht nach heikle Themen, bei denen man sich leicht den Mund verbrennen kann, wenn man darüber spricht? Und es geht mittlerweile so weit, dass manch einer, der über diese Themen anders spricht, seinen Job verliert oder nicht mehr Abteilungsleiter wird oder sonstige Geschichten. So weit sind wir mittlerweile. Über Flüchtlinge sagen 71% ist ein heikles Thema, bin ich ruhig. Über Muslime, Islam 66%. Juden 63, Hitler das Dritte Reich 48, Rechtsextremismus 49, über die AfD 48. Also da ist jetzt hier zum Beispiel gemeint, wenn jemand sagt, ich bin AfD-Wähler, da finden 48%, es könnte böse ausgehen. Ist tatsächlicherweise auch so. Habe ich im Bekanntenkreis selbst erlebt. Über das dritte Geschlecht 37%. Also er sieht sich selber. Ganz viele sagen, über viele Themen, gerade zum Beispiel wenn es um Flüchtlinge geht, kann man eigentlich nicht mehr normal diskutieren, sondern man muss eigentlich die Meinung
vertreten, die die Linksgrünen jetzt hier vertreten. Sonst könnte es böse enden für einen. Nächste Folie. Aussagen, die Kritik hervorrufen könnten, einmal im öffentlichen Raum und einmal unter Freunde. Also viele Flüchtlinge sind kriminell. Wenn das jetzt ein Politiker sagen würde, zum Beispiel, dann sagen 69%, dann wäre der hart kritisiert dafür. Und genauso ist es auch. Im Freundeskreis sagen nur 34%, da wird man hart kritisiert dafür. Also das merkt man ja, wenn man mit den Leuten normal redet, ist die Meinung eine ganz andere, als wenn man das öffentlich kundgetan wird. Die AfD vertritt oft die richtigen Positionen. 66%. Ja, die haben auch gute Sachen dabei, wo ich auch der Meinung bin. Ich bin ja mit allem einverstanden, was die machen. Aber auch die haben richtige Positionen dabei. Im Freundeskreis wird man dafür immer nur zu 42% kritisiert. Der Islam hat zu viel Einfluss in Deutschland, sagen 62%, wenn es ein Politiker sagen würde, und 22% nur im Freundeskreis. Also darüber wird diskutiert. Für Flüchtlinge wird in Deutschland zu viel getan, wenn dieser Politiker sagen würde, sagen 61%, dann wird er dafür hart kritisiert. Genauso wenn ein Politiker sagen würde, Deutschland first, so wie es Trump macht, sagen 46% wird er dafür hart kritisiert und so passiert es ja auch. Wenn man sagt, wir übertreiben es mit Umweltschutz in Deutschland, sind immerhin nur 37% der Meinung, dass dafür Politiker hart kritisiert wird. Nächster Punkt, Political Correctness, eines meiner Lieblingsthemen. Mir fehlen Politiker, die immer wieder eine deutliche Sprache sprechen und Dinge beim Namen nennen, das sagen immerhin 63%, ja, sowas fehlt. Und da kommt eben wieder, wenn der das sagen würde, wäre er dementsprechend dafür kritisiert, sieht man ja momentan. Wenn irgendwann ein Thema anspricht, wie zum Beispiel Einschulen von Migranten, dass man das in separate Klassen macht, nein, geht nicht, Integration, bla bla bla, der müsste sofort seinen Job los sein. So geht es mittlerweile los. Mir geht es auf die Nerven, dass einem immer mehr vorgeschrieben wird, was man sagen darf und was nicht, sagen immerhin nur 57%. 50% sagen, ich lasse es nicht vorschreiben, ist auch ganz interessant. Und heute kann ich eigentlich nur noch im privaten Kreis sagen, was ich wirklich denke. Das sind 35% mittlerweile. Und das ist schon mal hart. Ostdeutsche ärgern sich mehr über die Reglementierung im Sprachgebrauch. Mir geht es auf die Nerven, dass einem immer mehr vorgeschrieben wird, was man nur sagen darf und was man, wie man sich zu verhalten hat. Da stimme ich dem voll zu. Und das sagen in Westdeutschland 56%, in Ostdeutschland sagen das 61%. Also ihr habt gesehen, das sind ganz viele Sachen, die eigentlich das bestätigen. Nein, wir haben in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr. Keine richtige. Ich meine, dass man gewisse Sachen nicht sagen darf, da brauchen wir auch nicht diskutieren, die gegen das Grundgesetz sind. Aber normale Sachen zu sagen, das ist in Deutschland scheinbar nicht mehr so genehm, manche Kreise. Und jetzt bin ich echt gespannt auf eure Meinung. Haut es mir bitte unten in die Kommentare rein. Schreibt es mal, wie ihr darüber denkt. Ich werde da mit euch diskutieren. Wenn ihr Fragen habt, hört es mir auch unten rein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mit einem Like freuen. Sollte es noch nicht passiert sein, bitte meinen Kanal abonnieren. Würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau.